Willkommen auf dem Technik-Salon-Kanal. Im heutigen Tutorial will ich dir ganz schnell zeigen, wie du deine Word-Dateien oder deine Excel-Dateien mit einem Passwort schützen kannst. Hier vor uns haben wir unsere zwei Testdateien, einmal eine Word-Datei und einmal eine Excel-Datei. Als Beispiel machen wir mal die Test-Excel auf. Und wir sehen hier, dass wir ganz wichtige Informationen haben, die nicht für alle Augen bestimmt sein sollen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Excel-Datei mit einem Passwort zu schützen, so dass nicht jeder einfach so die Excel-Datei öffnen kann. Das machen wir wie folgt. Wir gehen einfach unter Datei, gehen auf Speichern unter, auf Durchsuchen, suchen uns den Pfad aus, wo wir unsere Datei letztendlich hinspeichern wollen, klicken auf Tools, Allgemeine Optionen. Und schon haben wir eine Option, wo wir ein Kennwort vergeben können für das Öffnen dieser Datei und für das Bearbeiten dieser Datei. Also ihr könnt da selber entscheiden, wer welche Rechte bekommt. Wir tragen hier mal ein Passwort ein. Dann kommt ein Fenster, wo wir das Ganze nochmal bestätigen müssen. Da ich diese Datei bereits auf meinem Desktop gespeichert habe, muss ich meine Excel-Datei überschreiben und schon habe ich meine Datei mit einem Passwort geschützt. Wenn wir jetzt unsere Excel zumachen und sie wieder öffnen wollen, fragt mich Excel nach meinem Passwort. Und so einfach geht es. Und jeder, der das Passwort nicht kennt, kann nicht so einfach eure Dateien einsehen. Das gleiche funktioniert auch bei Word. Hier haben wir auch ganz geheime Informationen, die nicht jeder anschauen darf. Wir klicken einfach auf Speichern unter, durchsuchen, suchen uns den Speicherort aus, klicken unter Tools, Allgemeine Optionen, vergeben ein Passwort, klicken auf OK und wiederholen das Ganze. Überschreiben unsere Datei und schon ist unsere Datei kennwortgeschützt. Wenn euch das Video gefallen hat oder euch irgendwie geholfen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Ansonsten könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Technik-Salon-Kanal.